Kinders, was geht bei euch ab? MG. Ich hatte heute Morgen den Schreck meines... Oh mein Gott, die schießen sich gegenseitig an. Den Schreck meines Lebens. Ich hatte heute oder habe heute keine Vorlesung und habe mich also sehr darauf gefreut, heute viel arbeiten zu können. Oh mein Gott, die schießen sich schon wieder an. Was ist hier los? Was ist hier los? Bitte nicht. Warum haben wir jetzt einen Bastard am Start? Nein. Egal, egal, egal. Heute ist eine Aufnahmesession geplant und ich dachte mir, komm, du hast halt so viel Zeit. Spielst du einfach mal eine Runde Arms Race oder so von dem Matchmaking. Damit ich zumindest ein bisschen eingeaimt bin, ne? Und nicht jedes Mal rumquengel, dass ich so uneingeaimt bin. Ihr wisst schon. Ich halte es jetzt go. Wähle Arms Race aus und unten rechts dann auf go oder wie das auch immer heißt. Und wisst ihr, was dann da steht? WAC konnte meine Spieldaten nicht verifizieren. Und ich habe erst gar nicht so richtig darauf geachtet. Ich dachte nur, ein Error, Spieldaten verifizieren, okay, Spiel neu gestartet, was soll's. Ich habe nicht realisiert, dass da irgendwas mit WAC steht, ne? Ich mache das Spiel wieder an und bin mir ganz sicher, dass es jetzt geht. Und rate mal, was nicht funktioniert hat. Das Matchmaking-System, richtig, wegen dieser WAC-Scheiße. Und dann habe ich es erst realisiert, dass WAC, VAC, meinen Scheiß nicht verifizieren konnte. Und dann habe ich direkt so einen Tritt in den Magen bekommen und dachte, what? WAC hat irgendwie in mein Beet geschissen? Und ich dachte nur, was ist da los? Bin ich gebannt oder was? Weshalb? Was ist, und warum? Naja, gut, dann würde es ja da stehen, ne? Sofort Google angeschmissen. Krieg halt sofort ultra viele Foren und Ding-Einträge, Community bei Steam, bla bla bla. Und einer schreibt, ich habe folgendes Problem. Und ich denke, okay, gut. Da werden sicherlich Lösungen angeboten, aber die ersten 800 Kommentare waren, ich habe das gleiche Problem. Ich weiß nicht, ob das uns großartig weiterbringt. Maximal, wenn man den Thread pushen möchte, aber naja, egal. Dann kamen irgendwann die Antworten von wegen, ich habe Steam neu geschaltet und es hat funktioniert. Ich habe meinen PC neu geschaltet und es hat funktioniert. Ich habe die Spieldaten neu verifizieren lassen, da über Steam, und dann hat es funktioniert. Ich dachte mir, okay, gut. Ist also nur ein kleines Problem, kein Ding. Meine Aufnahmesession befindet sich scheinbar nicht in Gefahr, denn es ist ja nur ein kleines Problem. Und dann habe ich einfach mal Steam neu gestartet. So richtig schön mit Handy Token holen und in die Hose machen. Nun ja, Steam war neu gestartet. Ich gehe ins Spiel, versuche zu connecten. Es geht immer noch nicht. Ich darf kein Matchmaking machen, weil WAC sagt, es geht nicht. Kobe! Ich blende das nicht ein, ich sag das selbst, weißt du, weil ich sau cool bin. What? Hier war einer! Oh, das Spiel ist weggecrashed, okay. Deswegen habe ich überlebt. Naja, auf jeden Fall, es geht nicht. Dann denke ich mir, gut, okay, ich habe ja noch zwei andere Möglichkeiten. Aber PC Neustart ist Quatsch, ich habe meinen PC gerade erst hochgefahren. Es kann auch passieren, dass innerhalb von wenigen Minuten sich irgendwas einschleicht, aber eher nicht. Also, diese verschissenen Daten neu verifiziert. Und tatsächlich, nach 3, 4, 5 Minuten dieser Verifizierung, mir kam es sau lang vor, weil ich ja so ein bisschen auf heißen Kohlen saß. Ist verständlich, ich dachte, ich bin gebannt oder sowas. Ich bin alleine auf B mit Bombe? Irgendwie dumme Idee, oder? So, am Ende dieser Validierung, Verifizierung oder keine Ahnung, wie dieser Vorgang jetzt wirklich heißt, ich hab mir das nicht gemerkt, stand, dass 5 Sachen fehlen oder so. Aber dass es abgeschlossen ist. Und ich denke nur, okay, hast du die 5 Sachen jetzt geladen? Ich habe einfach nochmal diese Verifizierung laufen lassen. Und dann stand successfully bla 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 und alles ist cool. Ich dachte mir, okay, gut. Oh, also starte ich das Spiel und dann wurde was runtergeladen. Und ich denke mir, ah gut, der Auftrag wurde wahrscheinlich für diesen Download erstellt und das sind die fehlenden Teilchen. Sehr schön. Der Scheiß ist runtergeladen, ich gehe ins Spiel. Was passiert? Es geht immer noch nicht. WAC. WAC steht einfach da. Und ich denke mir nur, Alter, WAC, willst du mich gerade ficken oder was? Dann habe ich halt den PC neu gestartet. Was soll's? Und rate mal, was immer noch nicht ging. Richtig, Matchmaking. Ich konnte einfach nichts machen. Keine Arms Race, kein Matchmaking, kein gar nichts. Dann dachte ich mir, okay, gut. Diese Lösungsansätze sind ausgeschöpft. Weiter googeln. Und der nächste Ansatz. Genial, wie auch einfach Steam als Admin starten. Ich starte Steam als Admin, rate mal, was geht. Alles. Ach, connect das down. Oh Gott, ich habe so einen Lack die Runde, ne? Ich war dann schon mittelmäßig erleichtert, wobei ich immer noch so ein bisschen ein flaues Gefühl hatte, denn einige haben darauf geschrieben, auf dieses als Admin ausführen, das klappt bei ihnen nicht. Andere haben wiederum geschrieben, es hat geklappt, aber nur kurzzeitig. Nun ja, egal, es funktioniert. Ich habe jetzt Steam auch zwischendurch wieder neu gestartet und auch mal den PC ausgemacht. Das geht immer noch, sobald ich es als Admin ausführe. Ich habe es mich noch nicht getraut, nicht als Admin auszuführen. Soweit, so gut. Ich dachte mir, gut, ich habe jetzt 1 bis 2 Stunden verplempert mit diesem Scheiß. Kann ich jetzt hoffentlich endlich starten. Weil wenn ich so einen gewissen zeitlichen Rahmen überschreite, dann schaffe ich einfach nur das aktuelle Video für den Tag, für heute. So wie es heute leider auch ist, aus Gründen, die jetzt gleich noch kommen. Und alles andere geht dann nicht mehr, weil ich bin dann in diesem Modus aufnehmen, schneiden, rendern, hochladen. Und das kann gut und gerne mal 3 bis 6 Stunden dauern. Also alles zusammen, bis dann praktisch das Video fertig ist. Das heißt, wenn um 17 Uhr ein Video kommen muss, ist es schon schwierig, wenn ich an einem freien Tag, wo ich mir denke, ich habe genug Zeit, um das Video für den Tag zu machen und noch darüber hinaus, wenn ich da erst um 11 oder 12 anfangen kann. Das ist dann so ein bisschen kacke. Rate mal, was dann Probleme gemacht hat. OBS hat dann Probleme gemacht. Ich starte alles und OBS erkennt das Spiel nicht. Und ich denke mir, ich mach Fraps an. Fraps erkennt's. Dann dachte ich mir, gut, dann nehme ich halt wie immer mit Fraps auf. Aber ich habe gerade gestern, weil ich vorgestern meinen PC aufgefrischt habe und Dinge verschoben habe, Registry-Einträge und hin und her bereinigt habe, hat mein Webcam-Programm ein bisschen Probleme gemacht. Also ich musste heute schon, ohne jetzt noch lang rumprobieren zu müssen oder zu wollen, was mit OBS machen. Dann habe ich halt rumversucht, ne, bei OBS die Quelle geändert, rumgestellt, PC neu gestartet, die
dies und das. Nichts hat funktioniert. Dann komme ich auf die glorreiche Idee, dass ich OBS ja eigentlich auch mal als Admin ausführen könnte, weil ich meine, mit Steam mache ich es ja auch. Vielleicht liegt es ja daran. Das war's auch. Bescheuert, oder? Einfach bescheuert, wie einen so kleine Probleme so unglaublich viel Zeit kosten können. Jetzt geht alles, ich kann endlich aufnehmen, aber leider ist dieser Punkt überschritten. Das Ganze hat leider sehr lange gedauert, auch wenn es winzige Probleme sind, die eigentlich, wenn man dann die Lösung mal hat, schnell zu lösen sind. Ich meine, so sind ja eigentlich alle Probleme und so. Das ist jetzt halt wieder minimal fuchsig, ne? Weil ich jetzt halt einfach nichts im Voraus aufnehmen kann. Ich habe das früher sehr oft und auch natürlich sehr gerne gemacht, weil wenn du einen Puffer hast, dann kannst du auch mal eine fehlerhafte Aufnahme haben. Ich habe letztens was aufgenommen, das war ein Overwatch und da hatte ich keinen Spielsound. Und normalerweise ist das ein Grund für mich, dass ich das neu mache, dass ich einfach eine neue Aufnahme mache. Wenn eine Aufnahme nicht so gut lief bezüglich meines Kommentarstils oder weil das Spiel irgendwie schlecht war, dann nehme ich es meistens trotzdem, weil ich es trotzdem immer zu Gold mache. Aber wenn ich wirklich technische Schwierigkeiten habe, das will ich euch irgendwie nicht antun. Wenn man nichts auf Vorrat hat, muss ich es einfach nutzen. Vor allem, wenn es sonst in Ordnung war, ne, wenn sonst alles gepasst hat. Die Folge wurde ja auch super angenommen. Ich glaube, es hat auch nur einer danach gefragt nach dem Sound, also ob das nur bei ihm so ist, dass der Spielsound scheinbar nicht vorhanden ist. Aber das ist halt einfach der Nachteil daran, wenn man immer so knapp macht. Also vor allem, weil auch die Videos nicht pünktlich kommen. Ich weiß, dass es euch nicht so viel ausmacht, wenn die Videos mal eine Stunde oder zwei zu spät kommen. Aber mir macht das halt was aus. Das ist so eine selbstgesteckte Sache, ne. Da habe ich den Anspruch, dass ich... One window. Oh mein Gott! Ich will, dass die Videos jeden Tag um 17 Uhr pünktlich da sind und vor allem auch rechtzeitig davor hochgeladen wurden, denn wenn das Video um 16.59 Uhr von YouTube praktisch fertig hochgeladen ist und auch fertig verarbeitet ist, dauert es trotzdem nochmal 30 bis 60 Minuten, bis alle Qualitätsklassen verfügbar sind. Es gab schon Leute, die echt gedacht haben, ich lade in 360p hoch, weil sie einfach zufällig das erste Mal auf meinen Kanal kamen, als ein Video, kurz bevor sie auf den Kanal kamen, online ging. Weil das Video praktisch eh schon zu spät kam und ich dann in dem Fall auf sofort freischalten drücke. Meistens. Also das Video ist sofort öffentlich. Und da sind die Qualitätsstufen einfach nicht vorhanden. Das wirft halt einfach ein schlechtes Bild auf mich, ne, weil man könnte meinen, ich lade in 360p hoch. Und das sind Sachen, die mich einfach aufregen. Diese täglichen Uploads mache ich jetzt, glaube ich, seit 1,5 Jahren und Gerade zu Anfang bin ich mit einem sehr, sehr großen vorproduzierten Batzen reingegangen und dann machst du trotzdem jeden Tag ein Video und diese Videos sind dann aber für die Woche drauf oder sowas und das ist einfach geil, weil wenn du mal einen schlechten Tag hast... Okay! Oh, ich habe 19 Punkte oder für mich... Ich kann jetzt nicht GG Easy schreiben oder so. Guck mal, was war denn hier los? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich war so in der Erzählung drin. Das wird echt ein kurzes Video, ne? Na, es ist 12:30, okay. Vielleicht schaffe ich es noch bis 17 Uhr. Mal schauen. Also was heißt ich? Das Internet ist halt auch nochmal so ein Wunderpunkt und der PC. Ich muss mir irgendwann so einen krassen Ultra-PC holen. Vor allem mit einem fetten Prozessor und 80.000 GB RAM, 5 Grafikkarten, damit ich da einfach mal reinhauen kann. Dass es ein bisschen schneller geht, damit ich nicht diese Verzögerung aufgrund der Technik habe. Ich hoffe, dass euch das Video dennoch gefallen hat, auch wenn ich jetzt nicht gebannt wurde. Einige haben sich vielleicht schon gefreut. Einen schönen Tag noch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.